Besorgt fragen sich die Anleger der P&R Container Direct Investments, liegt der Schneeballsystem? Es gibt einige Anzeichen, warum, und wenn Sie mehr darüber wissen möchten, dann schauen Sie sich den Film an und lesen Sie den Bericht dazu. Hallo, ich bin Anleger Jochen Resch und die Frage, die sich die Anleger der P&R Container fragen, ist das ein Schneeballsystem gewesen? Es gibt ein paar Indizien. Es wurde viel verkauft und wenn man sich die Zahlen anschaut, die Mieterträge, es gab eigentlich nur Minus. Also eigentlich kann das ganze System nur am Laufen gehalten worden sein, wenn man immer neues, frisches Geld eingesammelt hat, um damit eben die Rückzahlungen, die Rückkäufe zu finanzieren. Das hat jetzt aber eine Dimension angenommen, dass in diesem Jahr um die 650 Millionen Euro für den Rückkauf der Fonds aufgebracht werden müssen, dass vielleicht das Management jetzt kalte Füße bekommen hat und dieses als Reißleine jetzt zieht. Ich habe keine Ahnung. Leider werden wir ja auch nicht informiert. Das Management macht etwas Ungeheuerliches. Man geht mit fremdem Geld um, aber man lässt die Anleger völlig im Unklaren. Geht gar nicht. So geht man nicht mit Kunden um. Wir haben immerhin Schadensersatzansprüche gegen die Berater, Vermittler. Also wenn es schlimm kommt, können wir da aber noch ein bisschen Geld machen. Aber das ist sozusagen der Weg, den man zur Schadensminderung oder komplett als Schadensersatz Geld machen kann. Das wird aber dann im Einzelfall zu prüfen sein. Im Moment stehen wir alle vor den unklaren Fragen. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Wir wissen keine wirklichen Antworten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man jetzt weiß, was man tun kann. Man weiß, dass man einen potenziellen Schadensersatzanspruch hat, den man gegebenenfalls Geld machen sollte. Aber das kommt natürlich immer wieder auf den Einzelfall an. Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, Sie können mich gerne anrufen in Berlin unter 030 885 9770 oder Sie füllen den Fragebogen aus, der unten auf der Seite ist. Diese Erstanschätzung Ihres konkreten Falles ist kostenlos. Danke.